Wasserpegel sinkt und ein neues Monster ist da. Das ist alles klar. Das ist alles so völlig... Guck mal her, hier. Ich habe echt keinen Bock mehr auf euch trinken, Scheißviecher. So. Jetzt könnt ihr mich mal am Arsch lecken. Scheiß Glibber laufen. Alter. Oh nein, hier ist ein Vieh. Hallo. Ich zieh mal kurz so mein Ding durch, ne? Hab ich gesehen. Oh. Ich hätte jetzt wieder völlig umsonst geschossen. Also dieses Kapitel gefällt mir überhaupt nicht. Es ist einfach nur eklig. Eklig, nichts Interessantes zu sehen hier. Das ist einfach nur scheiße. Ich krieg hier nur irgendwelche fucking... Streichhölzer. Ihr habt den Typen nur nicht einmal rauchen sehen, verstehst du? Das ist doch... Ist egal. Für den eine Wohltat, so viele Streichhölzer. Dem fehlen bloß die Kippen. Ach, wenn er natürlich Raucher ist und jetzt die ganze Zeit Streichhölzer kriegt, aber keine Kippen hat. Ist das hart. Ich kann ihn da so ein bisschen verstehen. Ich kann das nicht kaputt hauen. Nee. Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob man so ein bisschen... man hier auch auf Nahkampf Fighting Mode durchgekommen wäre. So die ganze Zeit diese Viecher ja, na klar. Da wälze ich mich durch. Das Ding geht auch nicht zusammen jetzt. Also das Teil wird jetzt weggehalten durch diese Oh. Ist es wieder zugegangen? Ja. Ist es tot? Nee. Ich kann die Bolzen eh nicht ab, also verschieße ich die jetzt erstmal. Wer denn? Wer sieht mich denn? Hier kostet Frostpfeil ab. Ich kann eh nichts mit den Scheißdingern anfangen. Okay, das geht dann natürlich doch. Ich habe ja schon wieder Munition gekriegt. Das heißt, du bist gleich weg. Kann der nicht ein Stück eher umfallen? Danke für die Munition. Ein wahres Barbecue-Desaster. So, hier mein grünes Licht. Da könnte ich jetzt lang rennen. Ich renne weiter hier lang. Und nehme mir diese Shotgun-Munition, die ich liebend gerne verwenden werde. So, wir können jetzt hier die Sicherung einsetzen. Mhm.
noch eine Sicherung. Weißt du, erstmal einmal. Oh, meine. Friss saures, du dreckiges Vieh. Du lebst immer noch. Ja, was will ich denn hier drin? Da muss ich bestimmt gleich durch, wenn ich den Wasserstand wieder niedriger gemacht habe. Alle. Kann ich dich noch nicht verbrennen? Alter. Ich geh kaputt, du dreckiges Scheißvieh. Okay, er ist tot. Piu. Nehmen wir wieder Waffen, wo wir ein paar bisschen Munition haben. Ja, ich muss wieder mithelfen. Indem ich Leertaste drücke, helfe ich dir, deine mickrigen Bizepsmuskeln und alle anderen anzustrengen. Wasserpegel sinkt und ein neues Monster ist da. Das ist alles klar. Das ist alles so völlig. Guck mal her, hier. Ich hab echt keinen Bock mehr auf euch trinken, Scheißviecher. So. Jetzt könnt ihr mich mal am Arsch lecken. Vorher nehme ich aber die Munition noch. Das Spiel verarscht mich. Ich kann jetzt. Noch ein Vieh hier. Nö. Doch, da kommt's. Ein Schuss für dich, ein Schuss für dich. Und jetzt kommt's auf die Fresse. Los, dreckige Kackwurst. Tja. Das passiert, man. Das passiert, wenn man zu viel so Walking Dead guckt. Man wird einfach genauso aggressiv. Schon wieder ein Vieh, Mann. Oh, ist das zu, ne? Checkpoint. Oh, das Ding wird heller, wenn ich da lang gehe. Ne, das ist meine Lampe. Ist nicht meine Lampe. Wie dieses Scheißding lebt, ne? Das Mini-Rädchen kann ich nicht dran nehmen. Leute. Oh, fuck. Lass mich los. Bin ich hier in eine Art Nest geraten? Ganz ehrlich, das fragst du. Ich würde mich mal fragen, wo wir überhaupt hingeraten sind. Oh, jetzt ist hier wieder so ein Scheiß. Geht! Er hat sie aufgetreten, anstatt sie Laube langsam aufzumachen. Ist hier kein Tagebuch? Nö. Dann habe ich auch nichts verloren. Ist voll. Das sollte man vorher wissen, so ein Kram. Denn hätte ich gewusst, dass ich die Pumpgun benutzen kann. Ach so. Jetzt wäre, siehste? Siehste? Jetzt wäre ich wieder rumgelaufen und hätte gedacht, dass ich für die Pumpgun genug Munition habe. Jetzt habe ich für die Pumpgun genug Munition. Noch ein bisschen Spritze setzen. Und jetzt kann ich die nämlich einsammeln. Und hab sozusagen nichts verbraucht. Habe ich denn eine Kettensäge?
Ich gucke mal, ob ich kurz noch ein paar Bolzen vorbereitet habe. Weil die sind ja doch ziemlich effektiv. Meine Güte, ich... Explosivbolzen, da. Gut. Mit links wechsle ich die wieder. Reicht das bei denen? Jo, sehr schön. Kann ich noch einen von denen herstellen? Gut. Oh. Das ist ein Motor. Leute. Ich denke, hier steht wieder so ein runder Knabe mit einer fucking Kettensäge. Puh. Was soll ich damit machen? Anscheinend noch gar nichts. Scheiße, das ist im Arsch. Das kann ich aber wieder reparieren. Da ist eins drin. Ich weiß jetzt nicht, was das den Unterschied macht hier. Was denn? Einsetzen. Das brauche ich doch nicht. Nee. Nein. Wie kann ich denn? Ja. Ach so, jetzt kann ich gucken, welches ich einsetzen möchte. Ach so, die Sicherungen gehen bloß in diese Richtung. Brauche ich ja. Achso, das hält so nicht. Ja, ist ja gut. Okay, dann muss ich als erstes das Scheißding hier nehmen. Als nächstes nehme ich. Hä? Kein anderes. Verdammt. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Jetzt funktioniert wenigstens der scheiß Lift. Von da aus kommt ja auch der Strom. Das heißt, ich hätte gar nichts anderes machen können, oder? Nö. Ich darf kurbeln. Alter, ehrlich jetzt. Was denn jetzt? Schieß! Habe ich eine Magnum noch eine Kugel? Nein, ich habe keine mehr. Ich habe die Pumpgun. Was ist jetzt? Munition. Diese Mucke, ne? Was ist denn? Wo ist es denn? Wo ist... Oh, fuck. Das Ding wirft jetzt immer so eine kleine Viecher ab, oder was? Boah, nicht schon wieder. Das ist wieder. Oh. Das ist scheiß Vieh jetzt.
Ich muss mal eben schnell die Waffe wechseln. Ich kriege hier andauernd Muni für die. Wäre Quatsch, wenn ich jetzt andauernd die Muni für eine andere Waffe verblase. Ist das Vieh? Oh, meine. Wo ist es? Wo ist es? Wo? Da. Ich finde das nicht mehr lustig. Das Vieh finden. Ich glaube, ich muss irgendwas machen. Ich weiß auch nicht was. Ich weiß nicht was. Ja. Die Viecher kommen hierher. Komme ich nicht hoch. Okay, pass auf. Ich muss hier irgendwas machen. Ich weiß noch nicht genau was. Aber irgendwas wird es sein. Hä? Bin ich jetzt komplett bedeppert? Ich weiß es nicht. Leute, ich kann es euch echt nicht sagen. Bin ich jetzt total bescheuert? Ich weiß es nicht. Ich bin echt zu blöd für die Scheiße hier. Da kommt die ganze Zeit der Scheiß raus. Ach so, das Ding hängt da die ganze Zeit in der Wand. Mein Gott, verpiss dich doch mal. Boah, ich bin Munition. Pokéball, Flieg und Sieg! Ja, diese kleinen Mini-Viecher. Stimmt! Alter, ich hab Glück. Was denn? Ich halte doch. Also ich muss jetzt die Leertaste tatsächlich halten, bis das Vieh komplett weg ist. 10.000. So ein kleiner Boss. Liegt die ganze Muni hier noch rum? Das ist ja immer praktisch. Ich habe nämlich gerade, glaube ich, alles verhauen. Alter, sorry Leute, aber ich habe nicht gecheckt, dass das Vieh da hinten an der Wand war. Lasst mir mal in den Comments, ob ihr das gesehen habt. Ich hab... Oh, ups. Ich habe das nicht gesehen. Ach, jetzt kommt er hier einfach hochgesprungen. Ja, natürlich. So, hat sich jetzt irgendwas verändert? Nö. Da sind jetzt die Kackteile. Ist auch nichts Neues. Ach, das Ding wollte ich ja anmachen hier, ne? Ja, genau.
Jetzt kann ich auch den Generator anschmeißen, um damit den Fahrstuhl hoffentlich hochzufahren. So. Wie nutze ich den? Achso, ich kann ziehen. Gut. Jetzt sind wir hier wieder bei den Bahngleisen. Liegt noch mehr rum. Ich hasse das mit diesem Glibberkram. Ich habe keinen Bock, irgendwelche Stats andauernd zwischendurch zu verbessern. Meine Fresse. Und diese Statuen ringen mich auch auf. Oh oh, wir sind da. Okay, ich möchte doch wieder zurück. Ich hab doch Höhenangst. Das kann ja was werden, ne? Ein Kontrollpunkt. Warum weiß ich, dass er noch lebt? Ach so, weil er tot ist. Oh, oh. Der war gut, ne? Ach, liegt schon wieder so ein Glibberkram mit hier. Warte mal, halt, 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 halt. Sebastian, wir müssen uns noch schnell in die Spritze setzen. Ein bisschen Adrenalin kann nicht schaden. Okay. Will. Was? Suffer. Lass mich doch. Was tut der? Was tut er? Dein Ernst. Wir fahren doch gerade noch im Zug. Wo sind wir jetzt? Warte mal, das kenne ich doch. Hier waren wir schon mal. Dieses Bad. Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich habe dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt. Oh, aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Wir? Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Gut erkannt. Ach, was für ein Wichser. Was denn jetzt? Alter, ich hab damit nichts zu tun, Junge. Ach du heilige Scheiße. Willst du jetzt Mitleid von mir? Was denn jetzt? Oh Gott. Und ich bin nicht tot. Auf was muss ich schießen? Warte, warte, was ist da, was ist da, was ist da?
Oh nein, du so ein Glibberkanister. Hallo. Fuck. Pumpgun. Oh, kann ich nicht schießen, scheiße. Ich kann da was machen. Ach so, wenn die auf dem Boden liegen. Munition alle. Okay, ich hab's jetzt verstanden. Aber das erst nachdem ich mir wieder fast die ganze Munition hier verballert habe. Oh. Ihr müsst stolpern, Kinder. Jetzt. Wie denn? C. Oh Gott, auf den Scheiß müssen wir erstmal wieder kommen, ne? Oh, komm. Ja, ist mir egal. So, meine lieben Leute, kann man die komplette Munition verballern und nichts erreichen. Okay, Leute. Kapitel 14. Überlebt. Ja, gegen Ende ist hier wieder einiges passiert. Also haben sie ihn über den Tisch gezogen und deswegen wahrscheinlich der ganze Scheiß. Ich muss alles in allem sagen, dass ich das Kapitel 14 jetzt nicht so sonderlich gruselig fand oder erschreckenerregend. Lasst mir mal in den Comments, wie ihr das Kapitel fandet. Ich fand es wirklich nicht allzu doll. Ich hoffe, das Kapitel 15 wird nochmal richtig einen draufsetzen. Die Story fügt sich ja nur langsam zusammen. Ja. Ansonsten würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Über euer Abo natürlich auch. Wäre total super. Ich wünsche euch was. Euer Gunshot.